Wir bringen die Versuchsperson 19 jetzt ins Antichambre. Ich bin sicher, dass wir unseren ersten Versuch erfolgreich beenden. Das kann doch nicht sein! Wir melden uns heute mit einer erstaunlichen Geschichte aus dem Vatikan. Ihnen soll es gelungen sein, einen Toten auferstehen zu lassen. Der Tod ist natürlich. Sie sagen, dass das menschliche Wiederauferstehen eine Abwertung des Lebens ist. Das ist alles Betrug und Abzocke. Aber Sie sagen, man muss auch konvertieren, um unsterblich zu sein. Es gab ein Ereignis. Einer der Aushilfen hat plötzlich seine Kollegen in den Abgrund gestoßen. 17 Personen kamen bei dem Sturz ums Leben. Er gehörte zu ihrer Gemeinde. Sind Sie schon mal gestorben, Pater? Nein, bisher nicht. Das ist ein unglaublicher Flash. Ich arbeite in der Abteilung für auferstandene Personen. Ermitteln Sie intern gegen mich? Es ist vorher schon passiert. Ein Zahnarzt hat seine Patienten getötet, ein alter Mann, seine Enkelkinder. Hören Sie auf! Hey, Pat! Vorsicht! Wir müssen herausfinden, was da los ist. Was soll das? Wo ziehen Sie mich da überhaupt mit rein? Hey, Babe! Ist das eine Verschwörung zwischen Kirche und FBI? Sie reden über Massenmord. Haben Sie Vertrauen? Der Glaube ist entscheidend.